Hallo Leute und herzlich willkommen zu Super Mario Bros. 3. Wir waren hier stehen geblieben und machen das natürlich weiter, das ist Giganto-Welt. Und ja, wir hoffen mal, wir schaffen es ja auch gleich und da... Ja! Okay. Auf jeden Fall ist ja alles riesig, das wissen wir aber schon. Und ja, gibt es hier vielleicht noch irgendwo eine Feuerblume vielleicht, dass ich das hier aufmachen kann. Und ich denke mal, hier gibt es eh keine Secret Exits. Weil wir können ja überall hier aussuchen. Ach, du Scheiß. Was weiß ich. Du hast Cheap Cheap, ja, genau. Es ist Cheap Cheap und wir haben... Ah, stimmt, wir haben keinen Hammer. Schade. Auf jeden Fall können wir hier was benutzen. Ich denke mal, ein Frosch wäre hier ganz nett. Und wir können ihn euch endlich mal zeigen. Weil ich habe den mal jetzt gezeigt gehabt, aber nicht ganz richtig. Ich denke mal, jetzt ist es ein perfekter Zeitpunkt, um ihn wieder zu benutzen. Ein Frosch ist ein Frosch. Auf jeden Fall sollte man nicht mit ihm so springen, weil er anhält, bevor wenn er irgendwo gelandet ist. Und ja, schon wieder tot. Tick dich! Scheiß Piranha-Pflanze. Da ist ein P-Switch. Wir sehen einen. Dünn. Ich weiß nicht wofür. Ja. Ich weiß auch nicht, was das Scheiß soll. Was? So ein Scheiß. Oh, das ist ja wie bei Super Mario Bros. 1. Diese schwebenden Dinger hier. Wusstet ihr schon, dass das eher ein Spiel war, das ich nie durchgespielt habe? Aber es liegt dann nicht an mir. Doch, das lag an mir eigentlich. Und an meiner Zeit eigentlich. Ich habe auch was anderes gezockt, deswegen hatte ich auch nicht so viel Zeit für diesen Ding. Und ich denke, wir failen in diesem Part, wo wir den letzten Part so richtig gut gespielt haben. Failen wir mal dieses Mal in diesem Part. Das ist irgendwie traurig, weil ich war schon richtig gut in dem Spiel. Aber ich bin auch in Jump Monsters eigentlich total der Boss. Und ja. Natürlich. Das Level haut schon rein. Das Level ist schon schwieriger. Ich denke mal, die haben schon ein schwieriger Level gemacht. Es wird immer noch schwieriger. Also kann ich diesen mitnehmen? Ja, kann ich sogar mitnehmen. Das hätte ich ja früher wissen sollen. Dann gebe ich dir einen Pilzen, den ich nicht bekomme. So eine scheiß Piranha-Pflanze, ganz im Ernst. Okay, dann können wir wenigstens jetzt machen. Dass wir diese mitnehmen und schon wieder diese scheiß Piranha-Pflanze. Was soll denn der Kack? Wie oft sterbe ich denn? Meine Fresse, ist das so scheiße schwer? Nein, ist es nicht. Meine Güte. Weiß auch nicht, was mit dem los ist heute. Ich weiß nicht. In diesem Part ist irgendwas los. Ich denke mal, weil ich alles so hastig mache. Und dieses Tag ist es... Ja. Ich krieg keinen Pilzen, ich krieg gar nichts. Okay, bitte, verpiss dich. So. Oh, boah. Okay, wenigstens etwas. Und den Stern wollen wir natürlich auch. Okay, den kriegt man sogar. Das ist sehr gut. Wieso läuft eigentlich nicht diese Sternmusik? Die ist doch viel besser. Okay, bitte noch ein Stern. Dann haben wir das geschafft. Und ja, geil. Was ein totaler Random. 5 One-Ups. Geile Sache auf jeden Fall. 3 Sterne. Und das wollen wir natürlich auch machen gleich. Bei Memory, wo wir das sowieso nicht schaffen. Das haben wir noch nie geschafft. Bitte lass es uns dieses Mal das schaffen. Und Stern haben wir keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall hätten wir jetzt eine Chance gehabt, es zu schaffen. Aber natürlich verkacken wir die. Und ja, jetzt wollen wir ein Item haben. Ich sage immer die goldene Mitte. Jawohl, ein Tanuki, meine Freunde. So. Den Tanuki benutzen wir gleich, weil wir sowieso genug haben von diesem Spiel. Nein, aber nicht. So, da oben müsste was sein. Ja, fetter Fettsack. Was ist hier überhaupt? Warte mal, gab es denn nicht irgendwo anders noch?
Kann ich diese eigentlich auf... Jetzt verpiss dich mal, du scheiß Fettsack. Die gab es in Hexzimmer. Und die kommen eigentlich von Super Mario Bros. 3D. Wusste ich nicht. Aber auf jeden Fall wissen wir es jetzt. Aber es macht auch Sinn. Ganz im Ernst. Gigantowelt. Große Sachen. Das ist sowas, sollte man echt schon öfter machen. Wie eine Gigantowelt oder sowas. Das ist schon mal was echt Cooles. Solche Ideen sollen mal wieder kommen. Boah, Spikies. Okay, da kommt man trotzdem rüber, oder? Ja. Auch ohne diesen Cooper. Und ja, man rollt ja auch bergauf, ne? Macht auch totalen Sinn. Ganz im Ernst. Ja, er gibt mir diesen One-Up. Tolle Sache mit diesem... Ja, ich kann nicht... Auf wie drücken reden, Alter. Was ist da los? Aber ich hoffe mal, hier gibt es vielleicht einen Pilzen irgendwo. Nee. Wäre auch echt zu... Ja, okay, es wäre auch echt etwas muschihaft gewesen. Ganz im Ernst. Ah! Diese haben mich weggeschubst. Diese Blöcke. Und das meine ich wirklich ernst. Komm jetzt, bitte, fail nicht so oft. Ich will schon mehr als 2-3 Level machen. Jetzt schon gerne mehr Level als 2-3. Und da geht's auch lang, okay? Ich denke mal, die führen alle zur selben Röhre. Macht auch Sinn. Und ja, wir sollten echt mal aufpassen. Und ein Pilzen gibt's ja auch nicht. Und natürlich sterbe ich. Boah, was ist mit mir los in diesem Part? Ganz im Ernst? So schlecht war ich ja noch nie. Auf jeden Fall ist das bisschen nicht schwierig. Das kriegt man immer hin. Aber das danach... Oh! What the fuck? Bin jedes Mal kurz vorm Sterben, ganz im Ernst. Was ist da los? Sollte man echt mal aufpassen. Und ja, wie soll ich diesen Pilzen bekommen überhaupt? Ja, mitdenken, Entwickler, bitte. Das wäre cool. Schadet nicht. Und ja, das ist alles hier logisch, sage ich mal. Dass ein Spike den Berg oben nach oben fährt und hier gäbe es nur ein Leben. Ich denke mal, den nehme ich trotzdem mit. Denn warum nicht? Finde ich jetzt nicht so schlimm. Dass man das jetzt hier mitnimmt. Okay, diese Blöcke waren scheiße. Diese waren richtig scheiße, ganz im Ernst. Okay, wenigstens haben wir die jetzt geschafft, bis hierhin zu kommen. Ich hoffe mal, dass das Ende jetzt hier da ist. Und es ist da. Und wir haben wieder einen Stern. Ob wir wieder so Glück haben und 3 davon bekommen, wer weiß, wer weiß. Ich denke mal nicht. Und da wir so schlecht waren in diesem Part, hoffe ich mal, dass es jetzt in den anderen Levels viel besser so geht. Ich denke mal, es hat schon jetzt eine Schwierigkeit erreicht, wo man sagen muss, dass es schwierig wird und dass ich langsamer spielen sollte. Und das meine ich ernst. What the fuck? Diese Dinger bewegen sich. Okay, wir warten mal lieber. What the fuck? Das ist ja mal richtig nice hier. Was ist das? Was ist das? Das ist geil. Kommt jetzt mit einfach. Komm mit. Oh. Aber auf jeden Fall. Ist das hier cool gemacht? Diese Seitenturms sind auch cool. Komm, lass uns hier rein. Kann man hier rein? Nee. Ich denke mal, hier kommt gleich der Boss. Ja, das Schloss war jetzt nicht so schwer. Bum Bum ist sowieso nicht schwer. Fuck! Ich denke mal, wir verlieren gegen... Nein! What the fuck? Ah, ja. Boah, das kommt davon, wenn man ihn so beleidigt, ne? Das kommt ehrlich mal echt davon. Ich sollte euch mal schneller spielen hier. Hier muss man sowieso warten und da warten wir so, dass die... Dass man die anschauen. Weil die können ja... Die laufen, wenn wir nach hinten schauen. Hinter die schauen natürlich, meine ich. Lass mir jetzt ein Pilzen da. Auf jeden Fall ist diese Musik hier immer geil. Und hoffentlich sterben wir jetzt nicht mehr gegen den. Das war schon genug Plamage für heute. Wir haben genug gefällt, ganz im Ernst. Das meine ich ernst. So, stirb. Meine Güte.
So. So. Okay. Aber ich denke mal, wir brauchen trotzdem noch einen Hammer. Und wir gehen in diesen Haus hier rein. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt nennen sollte. Ich nenne es mal Lotterie. Wir machen die Lotterie und schaffen die nicht. Nee. Das wird eine Missgeburt. Das kann ich schon jetzt schon behaupten. Und es war eigentlich richtig knapp. Wir hätten vielleicht ein paar One-Ups bekommen. Okay. Ich denke mal, wir gehen durch die Röhre. Keine Ahnung, wo immer die auch hinführt. Die führt uns zum Start hin. Okay. Ich denke mal, das ist jetzt für uns nicht so nützlich. Und ja. Dann gehen wir auch ins vierte Level hier rein. Und hoffentlich kriegt man von den Hammern endlich mal wieder einen Hammer. Ist das ein Wasserlevel? Das ist ein Wasserlevel. Ich dachte schon, man stirbt hier unten. Dann ist es ja mal eine gute Sache. Komm, gib mir diesen Pilzen. So, unter Wasser sind wir jetzt mal endlich mal wieder unterwegs. Mit Lakito, das kann gar nicht gut enden. Und natürlich hat es nicht gut geendet. Wir haben einen Pilzen verloren. Ich hoffe mal, hier gibt es gleich wieder einen Pilzen. Und ich meine nicht die Pilzsorte, die Biersorte. Sondern einen echten Pilzen. Ja, kann man alles beide wieder denken. Wieder ein Bier und das Level war überhaupt nicht schwierig. Es war null schwer. Und wir haben schon wieder Glück, dass wir einen Stern bekommen. Das ist ja mal echt krass. Noch mehr Glück wäre es, wenn wir noch einen Stern bekommen könnten. Und ja, jetzt gehen wir in den Pilzhaus rein. Und jetzt mache ich mal ganz links. Links haben wir noch gar nicht auch geöffnet. Und scheiß Pilzen. Aber den kann man wenigstens benutzen. Den braucht man nie. Den braucht man wirklich nie. Denke ich, benutze ich gleich mal. Für diese armen Brüder. Ja, ist ein gigantischer. Dachte ich mir schon gleich. Und ich bekomme eine Wolke, die ich nicht wirklich brauche. Ich brauche eher so einen Hammer. Für das Pilzhaus natürlich. Oh! Alter, der ist zu mächtig! Was ist los? Ich denke mal, ich werde ein Item gegen den benutzen. Ich weiß aber nicht welches. Wolke. Ich weiß nicht, was Wolke bringt. Ich glaube, man könnte da sogar schweben dadurch. Oder? Ja, was bringt denn die Wolke? Ganz ernst, was bringt denn Wolke? Ich weiß es nicht. Nee, der hat mir einen Scheiß gebracht. Ganz ehrlich. Wir versuchen das mal weiter und jetzt hoffen wir nochmal diesen Hammer, Bruder. Wir haben drei. Wir müssen den dritten jetzt schon machen. Oh, bitte aufpassen. Ah! Wenn ich immer sage, bitte aufpassen, dann passiert sowas. Das ist doch nicht schön. Und ja, der kommt wieder hier. Ich denke mal, der kann sogar stalken. So. Jetzt. Perfekter Zeitpunkt genommen. Und schon wieder so eine P-Ding. Ich habe auch keine Ahnung, was sie bringt. Ich denke mal, ich soll den Safe-Set machen und aufpassen, was diese Wolke macht. Ich denke, wir brauchen die sogar. Ich weiß es ja nicht. Diese Wolke? Ne, die bringt ja gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was diese Wolke bringt. Und ja, wie kriegt man das Ding dann da auf? Ich habe keinen Hammer mehr. Notenblöcke, was bringen die eigentlich? Okay. Nee, keine Ahnung. Dann benutzen wir auch nichts, natürlich.
Wir gehen dann in die fünfte Welt rein. In das fünfte Level. Ist auch wieder eine Giganto-Sache, natürlich. Ist ja auch eine Giganto-Welt. Okay, gib mir einen Pilzen. Ein Pilzner. Oh! Knappe Sache auf jeden Fall. Gib mir diese Blume her. Endlich mal sind wir wieder gut in der Sache dabei. Okay, können wir hier hoch? Ja, das sind Verfolgergucke, wie dies, oder? Was, was sind das für Dinge? Ich denke mal, das sind Verfolgungskugel, wie dies. Oder sowas. Ah, schade, wir haben den Ding verloren. Und ja, das sind Verfolgergucken, wie dies, aber nicht richtige. Die können einmal zurück und wieder nach vorne gehen. Und das Level war eigentlich überhaupt nicht schwierig. Und wir haben leider nicht so viel Glück, dass wir noch einen Stern bekommen. Aber eine Blume. Und es gibt einen One-Up. Geile Sache auf jeden Fall. Ich weiß immer noch nicht, ob man hier irgendeinen Hammer bekommen könnte. Blume. Nichts geschafft und wir haben sowieso so gedacht. Und hä? Ich denke mal, in diesem Pilzhaus ist bestimmt was Wichtiges drinnen, dass wir das brauchen. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste vom Spiel. So. Dann gehe ich hier auch rein. Was bringt es jetzt? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe 0 an. Ah! Es switcht. Dann sind wir wieder jetzt klein. Also wir sind jetzt groß eigentlich. Sondern wie ganz normal. Das war ja auch in Super Mario 64 so. Ich denke mal, das ist von hier abgeschaut. Ich denke mal, immer wenn hier eine Tür kommt, dass wir... brauchen wir das Big hier. Um natürlich rüber zu kommen oder sowas. Das war ja auch in Super Mario 64 so. Und da gab es auch solche Röhren. Daran kann ich mich ja wenigstens erinnern und das ist auch wieder von so einem Bros. 3 geklaut. Übernommen meine ich. Geklaut ist es ja nicht. Und ja, wir machen diese roten Pilzhaus. Das ist doch auch sowas. Hä? What the fuck? Das ist ein Teddy. Ne, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Was ist das für ein Scheiß? Ja, komm, egal. Zeig mal auch gleich, was ist. Ich weiß es überhaupt nicht. Das ist jetzt auch fucking egal. Okay, eine Blume. Ein Pilz. Noch eine Blume. Und natürlich gibt es hier nichts. Auf jeden Fall weiß ich auch nicht, was das... Das ist ein Tanuki-Anzug. Das ist der Tanuki bloß im Anzug. Und nein, wieso habe ich jetzt eine Blume genommen? Okay, wir kommen da so hoch. Das Schloss scheint mir schon ein bisschen stärker zu sein. Komm. Hä? Du. Das markiert eine Tür, aber da ist keine. Da ist 100% keine. Und da ist wieder Bum Bum, der Pum Pum. Du Pummeluff. Du kannst doch gar nichts. Stirb einfach. Ja, weg. Boah, ganz im Ernst, du bist doch schlecht. Okay, ich sag lieber nichts dazu. Ich bin ja gegen ihn gestorben. Aber er kann ja jedem passieren, denke ich mal. Ist jetzt kein Thema. Und da passiert eine Brücke. Okay. Coole Sache auf jeden Fall. Aber wir wollen ja auch dieses Challenge. Ja, rote Dinge machen. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change him back. Okay. Machen wir dann auch.
denke, wir kommen da gar nicht mehr zurück, wenn wir das hier gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, wie wir das rote Ding da bekommen. Also das rote Pilzhaus da. Ich denke mal, wir haben da keine 100%, deswegen. Könnte das sein oder kann ich die wiederholen? Weiß ich nicht. Okay, wenigstens ein Squalling-Level wie alle Airships. Ja, damit so lang wirkt, ne, meine Freunde. Ich weiß es jetzt nicht. Wir hätten jetzt auch durchrasen können, aber ist ja leider nicht so, ne? Okay, bis jetzt spielen die mit dem Feuer. Ich weiß, mit Feuer spielt man nicht, aber das machen die natürlich gerne. Das ist normalerweise so. Oh, zum Glück kommt das Feuer da rechts raus. Nicht nach links, sonst wäre ich ja getroffen. Und wäre klein. Und das ist schade. Oh. Ah, schade, jetzt bin ich klein. Nein! Ich wollte gerade springen. Ach komm. So ein Scheiß. Boah, ich müsste immer noch wissen, wie das hier geht. Im Tanuki-Anzug verloren. Stellt sich mal vor, was passiert, wenn wir eigentlich nochmal da reinkommen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Airship. Und wieso gehen wir da klein rein? Ich weiß es nicht. Ich wollte... Okay, ich wollte nichts. Ich hab's vergessen, einen Pilz oder sowas so reinzuholen. Und wieso habe ich so fucking Hunger? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gegessen heute. Ich denke mal, wir gehen da oben lang. Bietet sich auch mehr an, würde ich mal so sagen. Scheint mir viel lieber zu sein hier oben. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht darunter fallen, denn... Ja, jetzt wäre ich ja runtergefallen. Aber wir haben Glück gehabt, dass wir nicht direkt da reingefallen ist, wobei... Ich habe eigentlich meistens immer den Pech, dass ich da ins Feuer falle. Ja, da ist es schon ein Glück. Und hier passiert mir nichts, okay. Das ist cool. Ich hoffe mal, hier passiert mir auch nichts. Ich denke mal, das Feuer wird von rechts kommen. Nee, das Feuer geht nicht mal an. Okay, bitte. Ja, der Pilz. Schöner Pilz. Einen echten Pilzen. Nicht das Bier, sondern der Pilz. Pilz ist ja auch ein Bier. Ihr wisst ja, meine Freunde. Und ja, ich mach... Oder aber... Das ist ja echt mal eine schade Marmelade hier. Nein! Meine Güte. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das gehen soll. Was diese scheiß Wolke bringt. Wir haben nur Schrott-Items, ganz im Ernst. Was ist los? Ich denke, mein Stern wird da nicht helfen. Irgendein... Nee. Alles Scheiß-Items, ganz im Ernst. Ich denke, wir sollten mal echt was irgendwann mal benutzen. Obwohl es so Items sind, die scheiße sind, meiner Meinung nach. Ich denke mal, die Wolken werden wir noch brauchen irgendwann. Die Notenblöcke habe ich überhaupt keine Ahnung, wie diese Dinger gehen. Aber ich will auch unbedingt zu diesem roten Haus da. Ich habe keine Ahnung, wie man da reingeht. Wir haben ja keinen Hammer. Ich denke mal, ich gehe lieber wieder hoch. Sei hier viel cooler. Und wir müssen aufpassen, dass wir das die ganze Zeit machen. Und dann nicht runterfallen. Ja, nicht so. Also nicht so machen. Nicht nachmachen, meine Freunde. Wir treten auf eigene Gefahr, würde ich mal so sagen. Lalalala. Okay, Feuerspeit hier wie der Wind.
Also wie wild meine ich eher. Und ja. Boah, bitte nicht ins Auge hier. Man sollte eigentlich Bowser sagen, dass er nicht mit Feuer spielen sollte. Der Typ weiß nicht mehr, was er tut. Der schmeißt ja überall Feuer hin. Und will uns verbrennen. Ich denke mal, der hat diesen Satz noch nie gehört. Von seinen Eltern. Ich will nicht sterben, denn... Hier bin ich ja gestorben, oder? Ja, hier. Genau hier. Nur weil ich so dumm bin, um mal zu achten. Ich denke mal wieder vom Ziel. Das kenne ich immer, das erlebe ich immer wieder, dass ich vom Ziel sterbe. Aber es ist doch nicht vom Ziel. Oder, 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 oder? Wir wissen es nicht. Nee, es dauert noch ein bisschen, bis man zum Haus kommt. Und ich muss ehrlich zugeben, dass das Level mich ein bisschen langweilt. Okay. Jop. Wir sind drinnen, meine Freunde, bei... Bei wem? Wer wär's das? Iggy? Bist du das, mein Freund? Nee, denke ich mal nicht. Wer ist denn das? What the fuck? Der ist ja heftig. Du dreckiger Hurensohn. Jetzt muss ich das Level schon wieder machen. Meine Fresse, ist das ein scheiß Level. Ja, komm, das machen wir bestimmt noch. Egal, wie lange es dauert. Komm jetzt. Meine Fresse, du scheiß Viech. Aber wie heißt denn der? Der eine hieß doch Iggy und der andere hieß, keine Ahnung, wie der hieß. Ludwig oder sowas. Ludwig, glaube ich, oder? Das ist Ludwig da. Ich habe keine Ahnung. Oh! Ja. Wie krank ich bin, Alter. Dass ich fast zum Feuer springen wollte. Oder eher gesagt, zum Feuer springen wollte. Okay, knapp noch da hochgekommen. Es bietet sich hier viel besser an einfach. Da gibt es auch gleich einen Pilzen. Und das ist hier besser. So. Da unten müssen wir warten einfach nur. Das ist scheiße. Wir sollten aber aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Okay. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Hier ist gleich der Pilz. Und dieses Maulwurf-Viech kommt dann auch nicht mehr. Wobei doch. Aber das kann man umbringen. Das ist kein Ding. Okay, es kommt sogar mehrmals. Muss ich gar nicht. Aber dass er mit Schraubenschlüssel wirft, das ist ja... Wie nennt man sowas, wenn man in der Arbeit irgendwas macht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss er hier Sozialstunden machen, denke ich mal. Für Bowser. Weil er die Schule geschwänzt hat, dieser Pisser. Fuck. Oh! Na! Ich bin immer so hastig. Oh, ganz im Ernst, was soll denn der Mist? Wieso fliegen wir bis dorthin immer? Lass es mal gut sein, Mario. Ja. Ich denke mal, wir kommen locker vielleicht von dieser Oberwelt wieder zur anderen Oberwelt. Nee. Keine Ahnung. Also wäre es ein bisschen unfair, wenn man nicht zur anderen Welt kommen könnte. Weil dann können wir die 100% ja nie nachholen, wenn man zum Beispiel ein Level vergisst. Ich denke mal, da haben die schon die Entwickler daran gedacht. Bei New Super Mario Bros. Wii war es ja auch so. Ja, okay, ich sage immer nur die Spiele, die ich wirklich gespielt habe. Ich habe nicht jedes Mario gespielt, das ist ja das Problem. Will ich natürlich auch nachholen, meine Freunde. Jedes Mario zu Let's Playen mit euch. Vor allem die Marios, die ich nie gespielt habe. Mario Bros. 3 ist ja eins davon, Mario Bros. 2 ebenfalls. So, My World nicht. Das sind Spiele, die ich nie gespielt habe. So, My Bros. 2 weiß ich auch, warum ich das nie gespielt habe. Yoshi's Island habe ich gespielt, das weiß ich sogar. Yoshi's Island ist auf jeden Fall richtig gut. Ich liebe das Spiel. Das ist richtig gut.
Story ist auch nicht nur geil, sondern das Spiel an sich ist auch richtig nice. Und ja, es wird heftig mal, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Und ich muss warten und warten und ich habe Hunger und Hunger. Ja, ich denke mal, es wird ein längerer Part hier. Ist aber auch nichts Schlimmes. Kann man nichts verwerfen. Ja, ich bin schon wieder hastig. Ganz im Ernst, ich bin ein Spasti und jeder hasst mich. Ja, einzig ist es der erste Schritt zur Vernunft. Okay. Auf jeden Fall wissen wir, dass das gleich das Ende kommt. Meine ja mal hier schon mal. Und hier bin ich auch davor gestorben. Ja, hier ist gleich das Ende. Das war's. Nur diese eine Stelle ist hier abfuck. Die ist, denke ich mal, auch machbar. Ja, haben wir geschafft. Und nichts gegen den Kampf gegen, keine Ahnung, Ludwig, glaube ich mal. Das ist doch Ludwig, oder? Oh! Knappe Sache, verpiss dich. Das ist Ludwig. Okay, geschafft. Besiegt. So, du Ficker. Dun, 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 dun. Böde, böde. Anstatt dass Mario eigentlich mal die Koopalinge umbringt irgendwie. Weil die immer wieder kommen. Die kommen ja immer wieder, immer wieder, immer wieder. Verstehe nicht, wieso die nicht einfach umbringt. Ja, ich denke, Mario ist so ein Mensch mit gutem Herz und der sieht aus wie, keine Ahnung wie. Oh, thank you, Evans. I'm back to my old self again. Thank you so much. From, here's a letter from the princess. Gute Sache, meine Sache. World 5. Sieht schon mal richtig nice aus, auf jeden Fall. Kann man von hier aus wieder in ein Ding rein? Nee, kann man nicht. Das ist ja blöd gemacht, ganz im Ernst. Wir haben eine zweite Tasche schon. Voll lauter Items. Ich denke mal, wir machen nichts mehr in diesem Part noch. Ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Wir könnten leider das rote Ding nicht machen, das rote Pilzhaus. Denk mal, da kommen wir später vielleicht noch mal dazu führen. Und ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bye, so mal über das 2.